Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einer solchen Android-TV-Box hier in das sogenannte Recovery-System booten könnt. Das kann nämlich sehr hilfreich oder wahrscheinlich sogar notwendig sein, wenn ihr softwaretechnische Probleme mit einer solchen Box habt, wenn sie zum Beispiel nicht mehr booten möchte oder sonstige softwareseitige Probleme hat, wie gesagt. Bei Android-Smartphones kennt man das in der Regel so, dass man das Telefon beispielsweise bei gedrückter Lautstärke und Power-Taste einschaltet. Dann booten sehr viele Android-Geräte in diesen besagten Recovery-Modus. Hier haben wir aber keine Lautstärke-Taste an einer solchen TV-Box. Deshalb geht das hier ein bisschen anders vonstatten. Wir haben einen Power-Knopf. Und wir haben bei den meisten TV-Boxen, bei sehr vielen TV-Boxen, einen AV-Port. Und in diesem AV-Port, man kann es vielleicht schon sehen, wenn ich hier gerade mal reinleuchte. Na, nicht wirklich, denn das möchte meine Kamera nicht mit dem Fokus. Ganz da hinten drin im AV-Port sehen wir nämlich einen kleinen Taster. Und das ist der Systemwiederherstellungstaster, wie auch immer man ihn nennen möchte. Den müssen wir drücken. Die große Frage ist natürlich, wie, da er verborgen in diesem AV im Audio-Video-Anschluss liegt. Am besten mit einem Zahnstocher natürlich oder einem ähnlichen, nicht metallischen, nicht leitenden Objekt. Das stecken wir hier hinten ganz einfach rein in den AV-Port. Zahnstocher ist zugegebenermaßen ein bisschen ungünstig, da er so spitz ist. Am besten wäre was Stumpferes. Auf jeden Fall spüren wir dann da hinten irgendwann, wenn wir das ein bisschen ausprobieren. Jetzt könnt ihr es auch hören. Hier könnt ihr es ganz eindeutig hören, dass wir da hinten diesen Knopf anklicken. Mithilfe dieses kleinen verborgenen Tasters können wir so eine TV-Box, sehr viele TV-Boxen, in den Recovery-Modus booten. Das tun wir folgendermaßen. Wir versorgen die Box natürlich erstmal mit Strom und mit einem Monitor, in der Regel über HDMI wie hier. Dann halten wir eben diesen AV-Knopf dauerhaft gedrückt, während wir vorne die Power-Taste einmalig bedienen, beziehungsweise die AV-Taste hier hinten, die Reset-Taste, die halten wir noch gedrückt, bis wir das erste Signal auf dem Bildschirm sehen. Und das sollte dann auch in der Regel schon der Recovery-Modus dieser Android-TV-Box sein. Dort könnt ihr dann in der Regel mit der mitgelieferten Fernbedienung durch den Menüpunkt navigieren, um zum Beispiel den Cache zu löschen, die gesamte Systempartition natürlich auch zu leeren oder auch ein neues ROM, ein neues Betriebssystem sozusagen aufzuspielen mithilfe einer eingelegten SD-Karte. Dann müsstet ihr das Image auf eine Micro-SD-Karte vorher kopiert haben. Dann könnt ihr dieses im Recovery-Modus auswählen. Entsprechende passende Images, zum Beispiel hier für diese MV Power MX3 Box, könnt ihr auf entsprechenden Seiten im Netz finden. Google hilft euch dann natürlich auch weiter und auf diesem Weg könnt ihr die meisten dieser TV-Boxen vollständig in den Ursprungszustand zurücksetzen oder gegebenenfalls natürlich sogar auch mit Custom-Firmware, mit einer eigenen ROM ausstatten. Euch das zu zeigen, würde jetzt aber in diesem Video hier maßlos den Rahmen sprengen. Das sollte jetzt auch weitestgehend modellunabhängig erstmal bleiben und sich rein um diesen Trick hier mit dem Zahnstocher drehen bzw. mit dem versteckten Wiederherstellungstaster, meistens wie gesagt im AV-Port, im Audio-Video-Anschluss hinten drin versteckt, bei TV-Boxen dieser Bauart hier. Und ja, mehr kann ich euch nicht erzählen. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Wenn dem so war oder auch wenn dem nicht so war, könnt ihr natürlich unten in den Kommentaren euer Lob, eure Kritik, eure Fragen und weitere Dinge loswerden. Das würde mich immer freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst, vielleicht auch eine positive Bewertung, wenn euch das irgendwie weitergeholfen hat. Ich mache jetzt erstmal Schluss, mehr gibt es nicht zu sagen. Danke für eure Zeit und macht's gut.